moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wenn ihr sehen wollt, was wir da hinten entdecken, dann bleibt auf jeden Fall hier Lungen. Da sind wir auch schon. Nochmal ein bisschen größer. Also der Ort ist so schon echt spooky. Wir haben jetzt gerade nochmal ein Thumbnail aufgenommen. Und ja, meine Karte. Guck dir mal an, was das. Der Kinderwagen, ey. Der hat mal richtig Geld gekostet. Heute, wenn du so eine Oldschool, wir sind ja vor nicht ganz so langer Zeit Eltern geworden, meine Frau und ich. Ja, die kosten schon Geld. Okay, hier ist das Beste wohl auch von ab. Aber riecht trocken, der Wohnwagen. Hier sind Anhänger. Wer lässt hier so einen geilen Anhänger verrotten? Fahrrad. Jo, Alter, das sind noch Tachos. Wahnsinn, wenn ihr mal, guck mal. Oh, guck mal, hier ist ein alter Lader drin, ne? Warenannahme. Guck mal, richtig geil. Ich muss auch mal die Kopflampe ein bisschen anmachen. Ja, hier. Guck mal, so ein alter kleiner Fernseher. Genial, ne? Guck mal, Zaun, der ist neu. Die Zäune sind auf jeden Fall nicht alt. Ne, die sind neu. Anthrazit. Okay. So ein alter Lader. Ist doch ein alter Lader, oder? Suzuki. Achso, ein Suzuki, okay. Aber wieso steht sowas hier drin? Kann man mit. Mit einem Teddy drin. Ein Häschen. Warte, warte mal. Das ist ja was vom Militärchen. Zack. Da wollen wir mal. Oh. Oder? Hat was die Karre, ne? Aber total. Eigentlich echt. Echt noch top. Wieso lässt man sowas hier vergammeln? Wahnsinn, oder? Meinst du, ich würde auch sagen, dass der. Ja, mal spannend, was unter der Haube ist. Wollen wir mal reingucken? Nein, vielleicht gehört das irgendjemand, der hier noch. Ja, wer weiß, aber trotzdem. Platt ist er nicht. Ja, aber guck mal, dann die Zäune dahinter. Oh, hier ist noch ein größerer Räumen. Okay, hier sind noch Fernseher. Auch wieder so eine Riesenhütte. Was haben wir hier alles? Eimer. Schaumstoff. Hier sind überall so ein bisschen Autoersatzteile. Guck mal. Tank. Verschiedene Stoßstangen. Vectra A. Okay. Opel. Okay, was haben wir hier? Gehwegplatten, vernünftig gestapelt. Aber ach, da geht schon raus. Oh, hier, guck mal. Siehst du das? Oh. Da, zack, zack, zack. So, komm, meine Lampe aus, lass sie beruhigen. Ist sie mit drauf?
erregend, ne? Hier noch. Bestimmt mal so eine Bastlerbude gewesen. Telefon, was für eine geile Fernbedienung. Auch riesig, ne? Was denn? Das sieht ja auch genau aus, als hätte jemand hier so ein... Ja, ja. Das Holzbein, die neueste Prothese. Wir und unsere Welt eins. Was haben wir hier noch so? Adolf Friedrich Knigge über den Umgang mit Menschen. Cool. Auch wieder eine Leiter. Kinderwagenräder. Auf einem riesigen Gebäude. Was haben wir hier? Free Talk Kit. Hier sind Freisprechanlagen ohne Ende. Und alte Handy. Und hier für so ein Siemens C25 oder sowas. Guck mal, Wahnsinn. Alter Bundeswehrparker. Auch cool. Zugemüllt. Wir versuchen hinten mal hoch zu gehen. Ja, alles zugemüllt, da kommst du nicht hoch. Zugemüllt? Ja, da liegt alles. Ja, Mann. Okay. Ja, Mann. Kleines Badezimmer. Eierschalen an die Decke geklebt. Vielleicht wollte hier mal jemand ein Tonstudio von machen oder sowas. André, guck mal. Geh hier mal hoch. Da kleben Eierschalen an die Decke. Oder Eierkartons. Also klar, um Geräuschvermittlung. Ja, ja. Aber dann auch nur die Seite mit Struktur. Saunabänke. Vielleicht wollte sich auch einer eine Sauna reinbauen. Wer weiß. Ich muss sagen, schon ein bisschen spooky hier.
eine fette alte Holztür. Haben wir da vorne schon reingeguckt? Arbeitsanzug. Wir wissen noch nicht genau, was das hier mal war. Hier haben wir hier mal auch hier riecht sauer. Hier riecht sauer. Was haben wir hier denn? Alles Holztüren. Glasvolle Holz. Hier auch wieder. Vielleicht haben die mal versucht, auch hier, guck mal, mit den Gummimatten echt versucht, einen Übungsraum zu machen oder sowas. Die Gummimatten hier mit dem Betonkleber dran, links und rechts Eierschalen. Vielleicht hat hier echt mal versucht oder wollte oder war sogar mal ein Übungsraum. Krass. Ja, das hat mich so ein bisschen an die Polizei geführt. Was denn? Der hat mich so ein bisschen an die Polizei geführt. Ja, ich möchte mal gerne wissen, vielleicht kriegen wir das ja noch raus, was das aber hier überall, vielleicht waren hier mehrere Proberäume, die vermietet waren. Da passt auch das zu. Haben sie gefeiert. Schön einen weggesoffen. Komplott. Kennt jemand eine Band namens Komplott? Hier ein altes Sofa. Das dürfte gebrannt haben. Wir hatten damals auch sowas. Ich habe ja mal Gitarre gespielt. Und da hatten wir auch sowas in der Art, aber in einem alten Bunker. Hier noch eine alte Tastatur. Das wären Bandräume gewesen sein. Hier, hier haben sie gesoffen. Das sind alte Milchkannen alles, ne? Ja, würde ich auch sagen. Da hätte ich richtig fetter Glaskuchen. Das sind alles Milchkannen. Das sieht schon ein bisschen aus, erinnert mich das schon an. Hier ist nichts. Hostel. Jo. Schön Schnauze halten jetzt. Jetzt setze ich nämlich gleich wieder ins Auto. Was war das mit Hostel heute? Da ist ein fetter Glasguck, ne? Ja. Stimmt, den habe ich gerade gar nicht gesehen gehabt. Jetzt habe ich die ganze Zeit das Handy hier wieder mit drauf, weil ich die Kopflampe an habe. So ist besser, ne? Wir wollen nochmal nach oben. Ja, sehr schön. Spannend hier. Da geht's nur so. Weil der Raum da hinten, da gibt es keine Holztür, der ist komplett isoliert. Ach, das ist die Bahnschiene, ne? Was ist das? Oh, da kommen dann die Überreste rein von unten noch. Was ist das? Ist das ein Hochofen? Das ist eine Esse. Das ist ein Hochofen. Das ist ein. Ja. Ja, passt da. Zu dem muss man mal gesehen. Da oben. Würde ich jetzt mal sagen. Wie gesagt, schreibt es gerne wieder in die Kommentare. Hier auch. Hier das Aussehen. Hier auch wieder. Ein Anhänger. Tipptopp. Was haben wir hier? Okay, das ist
Ja, und wieder schön kaputt gehauen, ne? Auch überall, ja, hier wird irgendwie sich halt dann ein Schrotti oder ein Autohändler oder irgendwas gewesen sein. Ich hab grad dann auch die Fernseher, die ganze, und die Handy gegeben. Genau. Haben sie auch wieder Vollidioten. Krass, oder? Ich weiß nicht, seht ihr das? Da ist auch noch ein kleiner Unterstand. Wahrscheinlich der Holz. André, mach hier mal nochmal Licht. Mit deiner. Also, echt ein Riesengebäude. Okay. Spooky. Ja, das ist ein richtiges Gebäude mit den Räumen da unten. Oder da wurde jemand eingesperrt. Das meine ich ja nicht. Vielleicht weit hergerückt, aber vielleicht auch nicht. Okay, was haben wir hier? Küchenmöbel ohne Ende. Rollatoren. Wie ist denn die Mehrzahl von Rollator? Rollatoren, oder? Oder mehrere Rollatoren? Eine Uniform an, ne? 1, 2, 3, 4. Hier überall so eine altersgerechte, hier guck dir das mal an, Alter. So eine elektrisch verfahrbaren Stühle, so eine Klostühle für ältere Menschen, ältere Leute. Kannst du in der Dusche stellen hier bei den Näpfen? Ja, ja. Hier so mit Klo-Deckeldinger zum Aufheben. Das ist richtig Kohle, Alter. Okay. Aber nicht einfach nur mal so eins, ne? So ein. Nee, also von, wenn du hier eins findest oder eine Sache, dann ist das immer gleich Masse, ne? Steva, Hobby. So, hier haben wir so einen kleinen Abstellraum. Okay. Ben Hill. Was ist das? Ist wieder Müll überall. Was ist hier so ein kleines Fließband. Ich weiß es nicht. Ey, das ist doch ein Boxsack für Kinder hier schon fast, oder? Oder stimmt, oder so eine Nackenrolle oder was. Ja. Personalwänden. Okay. Sagt mir nichts. Hier ist ein Aggregat. Wieder eine Spielesammlung. Wie verwinkelt die alten Gebäude immer so sind, ne?
Motoröl und sowas. Motoröl. Erstmal hier drauf. So fast. Sessel. Altes Adidas T-Shirt. Trini Lopez, The Folk Album. Und Stühle. Stühle. Hier wieder. Eierpappen überall. Hier waren Bands zu 100%. Und wenn es irgendwelche Punk-Bands waren oder sowas, die das. Guck mal, hier voll ausgekleidet mit. Du bist hier alleine. Hier ist dazu nichts. Ja, das hat ja auch damit nichts zu tun. Das ist ja, um die Geräuschqualität und den Sound zu verbessern. Na gut. Das ist im Bunker, haben wir das damals ja auch. Aber mit aus Schaumstoff. Aber das ist, wenn du nichts hast, wenn du Eierpappen sammelst, vielleicht irgendwelche Punk-Bands oder sowas, die hier gespielt haben und sich das für wenig Geld fertig gemacht haben, würde ich sagen, oder? So, hier ist, gucken wir nochmal. Hier auch überall. Überall Eierpappen. Ich würde sagen, die hatten hier mehr vor. Klar, abgelegen. Ja, gefühlt ist aber in den Raum versucht worden. Die Frage ist natürlich, wie haben die Jungs hier Strom hingekriegt für ihre Gerätschaften? E-Gitarre, Verstärker, Mikrofon, Aufnahmegerät. Man weiß es nicht so. Wir gehen mal weiter. Ich bin immer noch für die Horror-Szenarien und Foltermethoden. Oh, Alter, hab ich mich erschrocken jetzt gerade. Ey, war doch mal eine kleine Dusche, glaube ich. Oder? Das sieht teilweise so aus, als wenn die hier echt. Guck mal, das ist halbwegs neu gefliest. Der Gipskarton ist neu. Stimmt, ich habe eigentlich auch gar keinen Eingang. Heizlüfter. Richtig krass verhängt. Petroleumlampe. Guck mal. Ha? Hier ist noch Strom an. Echt? Ja. Guck mal hier. Eine BW Elefantenhaut. Hier ist eine Isomatte. Also hier hat einer genächtigt. Ja. Ja. Oh, was muss mit allen passieren, dass man denn sowas pennt? Also ich penne ja nun auch sehr gerne im Wald und dies und das. Aber hier würde ich mir nachts in die Hose scheißen, würde ich hier liegen. Alter, oder? Das Haus ist... Ich würde mir hier... Anders. Ihr müsst euch vorstellen, das ist mitten in der Pampa, mitten in der Walachei. Hier ist nichts. Dann noch die Bahnschienen drumherum. Junge, die Ratten hörst du überall lang flitzen. Und dann baust du dir da. Aber da musst du schon echt. Tut mir auch immer sau leid, ne? Wenn du echt gezwungen bist, hier. Dich hier hinzuhauen und hier zu leben, ne?
hier Zuflucht zu suchen. Puh, oh. Das hier irritiert mich echt ein bisschen. Ich schalte mal die Kamera wieder um. Ja, Strom läuft, aber an wie vielen, wie viele Gebäude ist das so, dass wirklich noch Saft dran ist? Vor allem so, wie das hier aussieht. Ja. Hier, wie heißt das? Auge. Ah ja, da, guck mal. Ja. Ja, schon. Spooky das Gebäude auch so. Mit den Tapeten, die hier so die Wand runter. Ey, was ich so krass finde hier, die grillen die ganze Zeit. Hörst du das immer? Jetzt hört der Zug. Ja, jetzt hört der Zug. Klamotten, Klamotten ohne Ende. Kinderklamotten, ganz viel Kinderspielzeug. Auch wieder die berühmten Eierbecher. Ach, hier ist nach hinten hin, okay. Hier ist der Bagger, der besagte. Krass, ne, die ganzen Kinderklamotten. Ja. Länder der Erde. Hier ist Forrest, das abenteuerliche Leben des Harry Till Hornblower. Ganz viele Kindersportschuhe, Winterschuhe. Stube. Hier so eine kleine Kinder-E-Gitarre. Gute Zeiten, schlechte Zeiten von 2003. Okay. Okay, da kommt schon. Ich weiß nicht, was das genau für Räume sind, ne? Pass auf, lass mal lieber nicht. Der Boden sieht nicht gesund aus, da wo nass ist. Geh du mal vor. Hier ist nichts. Nee. Nee, das ist nur. Guck mal, wie der nachgibt, Alter. Und jetzt komme ich mit meinen 50 Kilo. Schlanken 50 Kilo. So ein kleiner Pinguin. In dem Raum, der ist der. Ja, dann lass die in Ruhe. Dann lassen wir die. Mach das Licht da nicht rein. Hier eine Bundeswehr. Hose.
schwöre dir, kommt hier einer und sagt, du, scheiße ich mir so in die Hose. Überall Klamotten. Alter. Alles Kinderklamotten. Ja. Ja, da vorne lagen auch zwei Bundeswehrhosen. Original meine. Siehst du mal, alles voll mit Klamotten. Alles voll mit Klamotten. Aber alles Kinderschuhe. Alles Kinderkleidung. Es wird natürlich noch mehr Fragen auf, warum so viele Räume versucht wurden zu isolieren, was Geräusche angeht. Ach, Alter. Okay. Hier wächst ein Baum. Hier sind Verschränker. Hier so ein riesen Waschbecken, würde ich sagen. Riesen Waschbecken. Hier zum Schornstein putzen. Das Bild sieht auch krass aus, ne? Mit der vermoosten grünen Wand. Was haben wir hier noch? Das ist eine Kinderschutzecke. Da hinten sind Böcke. Da ist der. Wir sind oben, ne? Wie das? Würde ich sagen, oder? Ich glaube, das ist alles hier sehr. Auch diese komischen Tränken hier überall. Aua, aua. Okay. Würde ich jetzt mal sagen. Alter, mach mal hier richtig Licht ein. Das ist ja im zweiten Stockwerk so eine riesen Halle. Aber was ist das? Ja. Hier so eine Gittergestelle. Hier nochmal irgendwie sowas. Ja. Okay. Wieder Löcher im Boden. Hier kannst du irgendwas reinwerfen. Sagt mir nichts. Okay. Wieder so Fabrik. Ja, hier auch bis nach oben in alles gefliest, als wenn du es hättest ausspülen können. Hier so eine komische, krasse Tür. Hier überall Styropor. Ja, lässt auch darauf deuten, dass da vielleicht jemand Mucke machen wollte, ne? Lass das mal auf euch wirken. Hier dann so eine Stelle, dass die Mitte gemacht hat.
Horrorfilmmäßig, oder? Horrorfilmmäßig. Personenaufzug? Da oben sind aber zwei Türen, ne? Ja. Würde ich jetzt auch sagen. Krass hier. Sau warm hier drin. Angemauert. Ja, höher gehe ich auch nicht. Überall sind da oben so eine hier schon. Aus, ne? Mit dem Farn, der hier wächst. Guck mal, seht ihr das? Aber wir sind auch so ziemlich oben, merke ich gerade. Das ist natürlich vertrauenserweckend. Okay, eine höher. Machen wir nochmal. Mal gucken, was hier so. Okay. Hast du den Farben? Jo, sieht geil aus, ne? Ja. Ja, guck mal. Hier kommt die ganze hier auf. Wir sehen jetzt zu, dass wir schön wieder rüberkommen. Ja, das ist auch noch Boden. Ja. Guck dir den Boden mal an. Da kannst du mal raufgehen. Also hier, schaut mal, hier sitzt eine Eule. An dem Fenster sitzt hundertprozentig öfter eine Eule. Die ist bestimmt gerade unterwegs. Das ist Eulenscheiße, würde ich jetzt mal sagen. Die kommt hier bestimmt durchs Fenster. Da ist das offen. Sitzt sie hier irgendwo? Ich sehe nichts. Ich sehe nur kaputten Boden. Egal, wo ich hingucke. Heftige Bude, ne? Was denn? Nee. War noch was? Wie bitte? War eigentlich noch was? Nee. Nur Eulenscheiße. So, ich werde jetzt aber zusehen, dass ich hier schön die Treppen wieder runterkomme. Kämmer, ne? Ja, tötet ihn. Ich glaube, dann müssten wir hier nochmal lang. Ob wir hier noch was entdecken. Alter, hier waren wir eben. Ja, dann müssen wir
Ja, ne? Sind wir nicht von hier gekommen? Doch, klar, von hier sind wir irgendwo gekommen. Nee, stimmt, hier waren wir. Aber da rum? Wir sind hier rum. Aber muss. Ach, da! Alles klar. Ich glaube hier, oder? Hier ist nochmal. Okay. Auch das, das sieht neu verputzt aus, ne? Das mal anguckst. Ja, ihr Lungen, wir sind durch. Ich bin auch geschafft. Ich weiß nicht, ich hatte seit Betreten ein ganz, ganz komisches Gefühl. Ich bin jetzt echt froh, dass wir es geschafft haben. War krass, war richtig krass, war unheimlich. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Denkt dran, abonniert diesen schicken Kanal, lasst einen Daumen da, macht die Glocke an, dann verpasst ihr nichts. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Tour. Also, bleibt dran, bis dann.